Ja, und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge Let's Play Need for Speed. Ja, einige von euch werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, hö, warte mal, was? Welche zweite Folge? Und zwar ist das ganz einfach zu erklären. YouTube war der Meinung, mein erstes Video zu sperren, beziehungsweise, ja, zu blocken. Oder, ja, in einigen Ländern doch zu sperren. Und zwar wegen der Spielmusik, wegen der Ingame-Musik. Jetzt schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Denn meiner Meinung nach ist es äußerst sinnlos, ein Video zu sperren. Oder an den, wie nennt man den, an den Urheber der Ingame-Musik, dem das mitzuteilen und es deswegen von dem übernehmen zu lassen und sperren zu lassen auf meinem Kanal. Ich persönlich finde es äußerst dumm. Jedenfalls, ja, machen wir die Spielmusik einfach aus, dann können sie mir nicht mehr ans Bein pissen und gut ist, würde ich sagen, oder? Drücken wir mal spielen hier. Ach ja, wieder diese Ladescreens. Oh Mann. Hier baue ich unten ein geiles Lied ein. Und zwar ab jetzt. Ja, und da sind wir wieder. Nach diesem endgeilen arschlangen Ladescreen. Und ja. Haben wir aufgehört? Ach ja, ich soll zur Garage. Tut mir leid, ich glaube, das ist nicht mehr mit drauf. Das habe ich letztens schon mal aufgenommen. Nur leider, ja, ist mir dann die Aufnahme abgekackt und dachte sich auch so, kein Bock. Jedenfalls. Deswegen werdet ihr leider nicht sehen, wie ich zur Garage gekommen bin und was Amy zu mir gesagt hat. Tut mir auf jeden Fall ganz doll sorry. Und ja, egal. Machen wir jetzt einfach mal da weiter, wo wir aufgehört haben, beziehungsweise wo ich aufgehört habe. Das war wirklich nur zu Amy fahren. Dann hat die irgendwas gesagt und dann war ich in der Garage. Machen. Also Sprintrennen mit Brian trifft die Gang im Diner und Sprintrennen mit Amy. Erstmal Amy, ne? Erstmal die alte Amy. Die knallen mal so weg, ey. Auf jeden.
Diese Ladescreens sind ein Traum. So, gib ihm Auto, gib ihm. Angeheizt. Ich lasse es immer krachen. Boah. Ich hab voll ungewohnt die Steuerung, ey. Oh shit, Digga. Was ist denn da los, Jung? Na, kommt das Amy nicht hinterher? Oh shit. So, ich dachte, das wäre eine Leitplanke. So. Geronimo! Noch 2 Kilometer. Ohne Witz. In dem Spiel, die Strecken sind einfach auch so lang teilweise. Oder die Rennen. Ich will mal das Rundkursrennen von Magnus später. Ich glaube, das eine Rennen, die eine Strecke geht irgendwie 6 Minuten oder so. Wenn nicht sogar länger. Also, ne, möchte ja nichts sagen, aber Amy, du bist ganz schön kacke. Okay, die Kurve habe ich mega verkackt gerade zum Bus. Boah, ich dachte gerade, Amy ist schon hinter mir. Und die ist gerade mal oben im Kreise. Boots, Digga, haben wir gerockt das Ding. Was? Fehlgeschlagen? Say what? Level 6, ey, wenn ich überlege. Ich habe mir für dieses Let's Play mein Level 50er Rang, mein Ferrari, mein voll aufgetunten Ferrari, mein voll aufgetunten Lambo und den ganzen anderen Shit, den ich voll aufgetunt hatte, nehmen lassen, nur dass ich euch nochmal in dieses Spiel mitnehmen kann. Oh, jetzt habe ich den Euro für Amy verpasst. Ich sollte weniger quatschen. Das war echt cool. Menu meinte, es wären ein paar gute Rennen angesagt. Sollen wir uns treffen? Peace. Komme in die Top 2 im Contest mit Amy. Ah, Entschuldigung, musste gerade gehen. Ja gut, könnten wir machen. Ah, nicht Teleport, ich wollte fahren. Idiot. Ach, das war jetzt Brian, oder? Brian? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mit dem Typen mit B. Was ist das? Ja, Sprintrennen, Turbojagd, leicht. Mit Brin. Brian. Mann, ich hab keine Ahnung, wie man den spricht. Machen wir. Tschüss. Eigentlich unklug, so eine große Klappe zu haben. Ich wusste es. Er ist hinter mir, Er ist neben mir, Verpiss dich. Hundesohn. Oh shit, Digga, wer baut denn da eine Leitplanke hin, Mann? Boah, dieses Auto, ne? Ich schwör auf alles. Mann, ich will mein Nitro wieder haben. AMK. Läuft so nicht.
Komm her, du Hund. Komm schon. Ah, was ein Kackdrift. Mann, die Karre kommt nicht aus dem Arsch. In der Beschleunigung, ohne Witz. Da ist der olle Bryn, Brian oder wie auch immer man den ausspricht, schneller. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Yes! Ich war Erster! Was?! Meine Motorhaube war eindeutig vor seiner! Eindeutig! Als ob, Digga! Als ob! Quatsch, kein Shit! Ich war eindeutig vor ihm im Ziel! Digga, nein! Nein! Bryn heißt er, wusste ich doch. Jetzt, was mal wieder ausgesprochen wird. Oh, hinter mir ist ein Amy-Event. Ein Drift-Contest. Digga, willst du mich verarschen, aber doch nicht mit dem Auto. Warte mal, was haben wir noch so? Wir haben... noch... haben wir nicht zwei Events mit Amy? Ach nee! Ach nee! Okay, gut, wir müssen dann doch noch erstmal vorher nochmal zur Garage. Weil ich mein Auto auf Drift auslegen will. Vorher nochmal schnell. Und noch ein bisschen Optik geben will. Auf jeden brauchen wir definitiv so ist wichtig. Haben wir noch nicht. Nehmen wir. Ansaugbrücke, klar, warum nicht? Gönnung. So. Driftreifen auf jeden Fall, komm drauf. Bremsen. So, dann gehen wir nochmal an die Farbe und an die Optik.
Weg. Könnte man die löschen? Weg. Weg, weg. Hässlich. Weg, 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 weg. Alles weg. Alles hässlich. Okay. Geht's hier noch weiter? Haben wir jetzt alles? Ja, ne? Sehr gut. So, dann Farbe. Nehmen wir schwarz. Und dann in Seidenmatt oder matt? Seidenmatt. So, jetzt kommen wir zum spaßigen Teil. Und zwar werdet ihr noch kennenlernen. Ich liebe diese weißen Schriftzüge, beziehungsweise weiß und farbige Schriftzüge an meinen Autos. Liebe ich über alles, ohne Witz. Ich mag das. Das sieht irgendwie voll fresh aus bei manchen. Ohne Spaß. So, Farbe ändern. Okay. Okay. Soll ja farblich zu den Felgen passen. Und Bob. Bob. Warte mal, sieht denn das aus, wenn ich das hier so mache? Nehmen wir da auch die Farbe oder? Ne, oder? Weiß. Ich glaube, weiß kommt da geiler. Ja. Jetzt sieht er doch mal aus wie ein Auto schon mal erstmal. Ja, nehme ich so erstmal. Und den Handling-Stil noch einstellen. Jupp. Gönnung.
Gönnung. Hör mal, Amy, die Hosen ausziehen hier, wobei, nee, lieber nicht. Sie haben ihre blauen Latzhosen anbehalten. Oh, jetzt mein so geliebtes Nitro wieder. Shit, Digga, schlechtester Drift auf Doom. Da geht noch was von dem Drift vom Drift Style, also vom Handling her. Mehr Richtung Drift. Auf jeden Fall. Aber macht sich schon ganz gut. Oha. Mit Wash zu weit rum. Der war schön. Oh yeah. Boah, gerade hochkonzentriert, ne? Kurven sind teilweise so eng. Ohne Spaß. Digga, Alter, einfach 80.000 Punkte, Mann. Heftig. Lass mich voll in die Wand fahren. Hat die mich gerade genannt? Egal. Man hört die einfach immer noch driften. Fällt mir gerade mal so auf. Digga, du kannst nix. Wer ist denn das? Amy! Ey, die hat beim Fahren telefoniert. Ist die behindert? Oh, hast du gesehen? Die Schlampe wollte mich rammen. Ja gut, ne? Yo, wir starten ein Highway-Rennen. Wird nicht einfach, also sieh zu, dass deine Karre was kann. Lass dir vielleicht von Ames helfen. Die Typen meint er. Bis später. Okay, bis später. Ach Quatsch. Okay, ist direkt nebenan hier, da vorne ist es. Wow. Hauptsache ich drück gerade einfach LB für Driften, wegen GTA-Steuerung und so. Voll verpennt gerade. Also richtig dumm einfach. Ja gut. Geronimo. Amy sucht voll Nähe. Wäh?
Aber ich mag doch die Amy gar nicht. Ja Leute, guckt, gebt euch mal, wie schnell der jetzt im Vergleich ist zu dem Rennen davor. Also zu dem, wo ich gegen Bryn gefahren bin. Ohne Spaß. Wir gehen einfach dreimal so ab. Und das mit den paar Teilen, ja? Muss ich mal vorstellen. Oh shit, Digga. Ah, fuck. Oh yes, ich liebe so eine Kurven. Und dann nach links raus, Alter. Ich liebe so eine Drifts, aber richtig. Gönnung. Digga, wer hat jetzt hier die Hosen an in Ventura Bay? Bitch. Gerockt das Ding. So. Mission erfüllt. Erfolgreich sogar. So, trifft die Gang im Diner. So, da fahren wir jetzt mal nochmal ganz schnell hin. Gerade Lust noch eine entspannte Runde zu fahren. See what happens when we mix these two elements together. See what happens when we mix these two elements together. So, dann parken wir den Karren erstmal hier. Ich hoffe, die paar Minuten Ruhe und das
kurze Genießen der Grafik hat euch jetzt, ja, gefallen. Und, ja, die Folge ist jetzt auch schon wieder rum, würde ich sagen. Und, ja, als nächstes machen wir ja hier, trifft die Gang im Diner. Was die Gang von uns will, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Würde sagen, bis dahin, haut da rein, bleibt da geil. Tschüssikowski.